So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ghost Recon Wildlands. Mit dabei wieder der ultimative, der wo alle wegrennen, Ending. Servus. Gut, den rechts sehe ich schon mal nicht, da haben wir vorher waren. Warte, ich lasse mal rechts eine Drohne raus. Mein Fernglas habe ich jetzt nichts erspähen können. Da sind auch keine Havaras drinnen. Oben. Denke ich mal. Zwei Dinger. Unten. Eins, zwei, drei. Puh, das wird jetzt heftig. Aber gut. Diesmal mit Geduld. Jawohl. Rakete kommt. Wir sollten vielleicht einmal die zwei rechts wegrotzen. Ja, warte mal, jetzt werden sie aufmerksam auf die Leuchtrakete. Jetzt werden sie schon herkommen. Oder bist du hier oben zuerst? Ja, die oben sehe ich jetzt nicht durch die Leuchtrakete geschaut. So ungefähr können wir es aber machen, was du willst. Ich sehe es. Okay. Passt. Warte, die rechts kommen auf uns zu. Was? Alter. Oder was ist mit dem Mann los? Ich hab den jetzt nicht getroffen. Okay, nur ruhig bleiben. Sollen sie herkommen? Achso, okay. Sag ich schon, kommt zu. Denken die ein Auto sein oder was? Oben, oben, oben! Nein, das waren die Rebellen. Achso. Boah, da bist du aber drei Schüsse. Drei von Schüsse hinten, hab ich. Von hinten seitlich. Gut, ich rücke mal weiter vor. Okay, ich kann auch mit schon vor. Ich bin nur mehr gejagt, also. Ich bin gar nichts. Du bist gar nichts? Ja, gar nichts. Cool. Gibst du mir vielleicht von oben Deckung und ich probiere vorzurücken? Ich sehe da gar nichts, ehrlich gesagt. Warte, einen sehe ich. Oh, hinter uns. Hinter uns kommen Autos. Ja, das ist die Verstärkung. Aber hinter uns sind eh die Rebellen, also du brauchst dich nicht kümmern. Also solltest du dich nochmal nicht kümmern müssen. Sag mal so. Das heißt, die rücken schnell vor. Boah, wo ist, wo geht der Mörser hin? Die machen mir Angst. Also, solange sie dich nicht gesehen haben, gehen sie nicht auf dich. Ich sage jetzt, müssen wir schauen, dass wir weiter unentdeckt bleiben. Die Mörser gehen sicher auf die Rebellen. Ja, 1000% und zack, back. Wir müssen halt aufpassen, dass die hinter uns nicht nachkommen. Weil die Rebellen werden gegen Mörser keine Chance haben. Ich wechsle die Straßenseite. Renn vielleicht zum Oha. Genau, zum LKW. Ja. Ich kann das Gefängnis sehen. Das ist eine Menge auf. Okay, bin da. Ich hab's ja uns entdeckt. Mich nicht. Für mich steht das gejagt. Ja, gejagt steht immer, wenn sie dich suchen. Oh. Aber es steht kämpft, wenn sie dich gesehen haben. Okay. Warte, ich lass nochmal die Drohne fliegen. Jetzt haben sie mich. Alter. Gut, nachdem ich entdeckt worden bin, stelle ich ein bisschen nach vor. Oh, nicht... die Autos sind da. Okay. Das war jetzt nice. Oh. Okay.
perfekto! Du bist genau beim vorbeigelaufen, warst du das? Ne, bei mir steht noch 50 Meter. Was? Du bist genau bei einem Gegner vorbeigelaufen, der dich jetzt von hinten abschießt. Nee, der schießt mich nicht mehr von hinten ab. Ja, jetzt nicht, aber. Gut, ich geh rauf. Ich müsste den Mörser irgendwie finden. Ich bin eh nur mal gejagt. Ich würde gerne so gerne einen Mörser, kann man den Mörser nicht betätigen? Oh. Stimmt, aber das ist heftig. Habern? Jetzt haben wir es gleich. Passt, Hammer. Das war's. Hast du ihn schon? Ja, da steht's da. Sie bewässern ihre Felder damit. Raus. Überdimensioniert. Da hat wohl jemand die bolivianische Landwirtschaft ein bisschen überschätzt. Wer seid ihr? Unser gemeinsamer Freund Pakatari schickt uns. Es dauert. Alles kommt auf die Kilometer. Ja, aber gesagt. Oh. So, Haber, steig an. Pakatari ist mein Senor Kommandant. Aber ich glaube kaum, dass er die Anrufe, um meine Wenigkeit zu retten. Sie verfügen über technische Kenntnisse, die wir für unseren Einsatz brauchen. Wir wollen DJ Perico's Radiosignal kapern. Oh, mierda. Meine Frau liebt diese Sendung. Und ich sag ihr immer, hey! Ja, das war diesmal taktisch gesehen besser. Aber er ist so witzig. Da kann ich auch nichts machen. Hat sogar fast gut geklappt, bis sie uns von hinten attackiert haben. Oh, oh, oh. So. Gumpa, ich danke Ihnen. Die Sendung könnte ein größerer Sieg für uns sein, als uns klar ist. Oder auch nicht. Garajo, keine Sorge. Ich erledige das und dann sehen wir. Adios, Pue. Hua. Bleiben Sie am Kartellradio dran. Läuft alles nach Plan. Hören wir Kataris Rede schneller als gedacht. Hua. Hua. Video verfügbar. Na dann, starten wir das gleich mal. Die Schlinge zieht sich zu. Ich hab kein Video. Aber jetzt. Schande! Die ganze Welt verdammt dich! Ramons Geschichte war durchgesickert. Auch ohne Beweis war der Schaden da. Hilf mir, Padre. Es ist zu spät. Ich kann nichts mehr für dich tun. Hör mir zu, alter Mann. Glaubst du, ich könnte einem Kind wehtun? Dass ich riskieren würde, mein Lebenswerk zu verlieren. Für Kleingeld. Glaubst du das wirklich? Nein, nein, tue ich nicht. Gut. Dann halte ein Messer ab. Lade die Reichen und Mächtigen Boliviens ein. Verteidige mich gegen diese Lügen. Schwöre bei Santissima Morte, dass die Anklagen falsch sind. Du wirst nicht kommen? Nein. Ich muss mich um etwas kümmern. Fallschirmabwurfpunkt. Wir machen eine Menge.
Dinge durch, nur damit Pack eine Rede im Radio halten kann. Na gut. Na gut. Wo geht's weiterhin? Nach Montoyuk. Du hast doch gerade einen Einsatz geschickt. Ich habe gar nichts gemacht. Wenn ich angenommen habe. Ja, das ist automatisch. So. Viel haben wir nicht mehr. Ja. Nach Montoyuk, nicht ja. Nach Inca Camina zuerst. Ja, was willst du dort sammeln, oder? Bitte, bitte? Was willst du dort machen? Sammeln, oder? Man kann auch, aber wie du willst. Also ist da kein Boss? Nein. Da ist doch ein Boss auch, oder? Nein, wo? In Inca, du meinst das links neben uns? Nein, da ist keiner. Ja, achso. Achso, wo Schmuggel steht, ist nichts, oder was? Hä? Du bist. Wo bist du? Du bist bei Pucara und links daneben ist Inca Camina. Nein, da ist bei mir nichts. Das ist ein leeres Gebiet. Na, da steht bei mir unbekannt. Nee, unbekannt. Ja, das Unbekannte ist ja, aber es ist kein Boss bei mir, also nix. Ach so, meinst du? Ich habe nur Montiuk mit 5 Totenköpfen. Dann war da oben Bavachas, Moyocho, Chuyu, San Mateo, Remanzo, Kwani und Tabakal. Da haben wir eh nicht mehr viel. Wir haben den einen in dem einen Land haben wir den Zwischenboss auslassen, weißt du das? In welchem? In La Gringa. Das ist jetzt das Komm, oder? Oder haben wir es echt auslassen? Weiß ich nicht. Da steht was von einem Zwischenboss. Okay, vielleicht müssen wir das eine noch machen. Die Kingslayer-Akten sind, glaube ich, dafür. Was? Oder? Zum Destabilisieren. Ja, ich glaube schon, ja. Das kann sein. Mach ich jetzt nicht. Aber dann dort so wenig Kingslayer-Akten zum Destabilisieren noch. Na, glaube ich nicht, dass das da mit zu tun hat. Weil im ersten haben wir alles gesammelt und das ist auch nur 50%. Okay. Gut, also. Na gut, dann fliegt dort. Montiuk, oder? Okay. Oder wie weit ist denn das weg? Warte, ich hab ziemlich in die Mitte rein. Ich tu mal ja so, ist, na, ist wurscht. Wir brauchen eine Stadt. Ja, es geht dem Ende langsam zu. Man sieht auch schon, er ist unsicher. Und da war es, die Ghosts kommen. Jawohl, unaufhaltsam und leise. Nicht immer so leise, aber doch immer wieder. Eigentlich nur laut. Die lauten Ghosts. Das war knapp. Alter, alles berechnet. Alles easy cheesy. Und dann juck! So, schauen wir gleich einmal. Das hat 5, oder? 5 Totenköpfe. Yep. Links ist eine Stadt. Ich seh's. So, 12 Fertigkeitspunkte. Schauen wir mal, was wir da noch haben. Ich fliege, weil du mein Heli bist. Bin langsam, weil es nur ein Heli ist.
Du isst ein Heli? Mhm. Nice, das kann ich sogar machen. Ein Heli essen. Gut, ich hau mich mal daher. Nee, das nicht gedacht. Wie wär's, wenn wir das Informationslager hinter uns nehmen? Genau. Oder jeder macht wieder eins. Ich gehe aber in die Stadt oder einer geht in die Stadt und fangt da an. Okay, ich gehe dabei rüber. Okay, dann. Oh, da steht der mitten am Feld. Verstanden, Bowman. Wird gemacht. Oh, da bist du da, aber das sind Tiere. Das ist die ganze Herde, Alter. Richtige Viecher, Alter. Alter, was geht da ab? Richtige Viecher, zweimal am Tag im Fitnessstudio. Das ist der wird gar nicht bewacht. Irgendwas ist hier verkehrt. Wir sollten ihn übernehmen und den Rebellen überlassen. An die Arbeit. Feg dich, Alter. Ah, der schläft. Hi, wie läuft's denn? Das gibt's ja nicht. Gracias. Viel Glück. Bist du tot? Ja. Warum bist du tot? Ich hab's geglaubt, dass da keiner ist, aber waren da drei Leute. Eins hätte mir jetzt keine aufgerissen, aber. Was? Ruhe? Gleich bei mir in der Stadt ist einer. Nicht mein Hauptstory. Nee, bei mir in der Stadt ist einer. Echt? Bei mir nicht. Hä? Bei mir in der Stadt, dann war da rechts ist einer. Wie kannst du keine haben? Zwei. Ich glaube, ich gehe zu dir. Okay. Also fliegst du mit der Drohne hin. Na sicher. Oh. Bist du einfach Werbebildkamera, das ist du Viecher. Danke. Der Leutnant ist aber weg, gell? Das waren nur Dateien. Achso, die hast du eh. Was waren das für Dateien? Ah, jetzt habe ich einen neuen Einsatz. Aber das ist ein Zwischenboss. Alter. Das ist dieser. Fuck you in the ass, Alter. Wirklich. Boah, da kommen viele. Ja, Leute, die Folge ist auch eigentlich zu Ende jetzt. Was meinst du, nächstes Mal weiter? Ja, von mir. Dann nächstes Mal weiter. Bis dahin, haut rein, ciao. Und Baba.